eingebettet in einer grünen und verträumten Landschaft, liegt das Schloss Willigrad. Im Mai 1991 konnte man hier erstmals in der Schlossgalerie Kunstwerke und Arbeiten verschiedenster Künstler besichtigen. Seitdem gab es 229 Ausstellungen. Viele Stammgäste und Touristen kehren immer wieder gerne in die Galerie zurück, um Ausstellungsarbeiten bewundern zu können. Die Mitarbeiter des Schlosses haben viel Interesse daran, sich im kulturellen Bereich zu engagieren und sich immer wieder mit neuen Künstlern und deren Geschichte zu befassen. Ich glaube, Willigrad hat den besonderen Charme, dass es ein Schloss hat, wo der Herzog seinerzeit gewohnt hat. Und dazu kommt halt eine schöne Schlossparkanlage, ein Gartencafé. Und man kann es halt nur in Kombination mit der Kunst ganz gut verarbeiten, also bewundern. Zwischen Spur und Zeichen tragen wir die Erfahrungen unserer Vorfahren in uns, so die Künstlerin der aktuellen Ausstellungswerke, Ruth Tesmer. Ihre verschiedenen Werke zeigen schriftliche Zeichen und Botschaften, die jeder Besucher selbst interpretieren und deuten kann. Diese Ausstellung hat seinen Reiz, ich rede jetzt mal von mir aus, weil die Frau Tesmer, ist ja Ruth Tesmer aus Schwerin, die hier gerade aussteht, wahnsinnig viele Fundstücke hat, die sie quasi präsentiert und denen einen Rahmen gibt. Also ich glaube, dass das viele Leute kennen, dass sie viele Dinge haben, aber nicht wissen, wie sie das in einen Rahmen bringen sollen. Und das macht die Frau Tesmer sehr gut. Noch bis zum 30. September diesen Jahres können Besucher die Kunstwerke von Ruth Tesmer in der Schlossgalerie in Willigrad vorfinden.